Herzlich willkommen bei diesem Beratungsvideo und handelt sich um ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonne, die gesamten Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Und diese Bewegung wird bei der Berechnung berücksichtigt. Ich stehe dahinter, weil diese Berechnung ist präzise. Ihr könnt auch vergleichen, wie die Astronomen das berechnen. Das ist identisch. Aber nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Liebe Reania, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse. Das ist dein Video. Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Jetzt bei diesem Aufnahmen sind wir bei Teil 2 und im Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. Und jetzt kommt auf den wesentlichen Teil 2, den Geburtshoroskop-Analyse. In der Mitte befindet sich ein Engel. Dieser Engel heißt Ariel und Ariel ist ein persönlicher Schutzengel. So ist dieses System, so wie die Kabbala das beschreibt. Dieser Engel Ariel wird zugeordnet zu einer Zahl und diese Zahl ist 46, hat für dich auch eine Bedeutung. Engel Ariel ist Engel der Wahrnehmung und enthüllt etwas. Ariel hilft uns, verborgene Schätze zu finden. Ariel hilft bei Wunscherfüllung. Ariel zeigt die Vergangenheit und auch die Zukunft, stärkt unsere hellsichtigen Fähigkeiten. Ariel gilt als Engel der Weissagung, gibt uns Mut, Kraft, Entschlossenheit. Ariel verbindet uns zu unserem Träumen. Das ist ein erfinderischer Geist und bringt uns zu neuen Ideen, zeigt auch etwas über Träume, weil dann kommen die Offenbarungen und hilft uns bei Medialität. Lässt uns die Geheimnisse des Lebens zum Entdecken und Verstehen. Ariel hilft bei Neuorientierung in unserem Leben. Wenn wir schon bei Träumen sind, möchte ich das auch mal betonen und erwähnen, wie wichtig das ist, auf unserem Träume achten. Und das bedeutet, im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke. Da träumen wir auch. Meistens vergessen wir das. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und bleibt in Erinnerung und erscheint uns so zu sein, wenn das die Realität wäre, das ist so lebendig, dann könnt ihr sicher sein, das war die Sprache, die Seele und die Traumdeutung versteht das und erklärt, was dieser Traum überhaupt bedeutet, weil das ist eine Symbolsprache. Ich deute Träume, ich deute sehr gut die Träume und diesbezüglich kann ich immer weiterhelfen. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist,
ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen. Und das war die erste kosmische Energie, was dich begrüßt hat im Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Und diese Skorpion-Energie begleitet dich bis zum Lebensende, beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. In dem Moment, wo du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion hier in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Ziemlich Anfang des Skorpion. Ein bisschen, ein ganz wenig Einfluss hat noch auf dem 12. Lebensbereich, aber hauptsächlich hier wirkt auf deine Persönlichkeit. Es ist sehr mystisch. Und für viele Menschen erscheint das so fast undurchschaubar, dass sie dich nicht einschätzen können. Weil das erscheint wie so schleierhaft, sehr interessant, eine sehr große Anziehungskraft, aber mystisch und geheimnisvoll. Die Tierkreiszeichen Skorpion hat einen Bezug zum Sexualität. Und das bedeutet, du hast auch eine erotische Ausstrahlung und das gehört zu deiner Natur. So bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Skorpion ist sehr geheimnisvoll und das ist dein Auftreten und so bist du wahrgenommen. Das löst oft Situationen aus im Leben, dass viele Menschen an ihren Geheimnissen an dir anvertrauen. Die zweite Lebensbereich handelt sich um Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und auch Finanzen. In diesem Lebensbereich herrscht die Tierkreiszeichen Schütze. Ein bisschen, ein ganz, ganz wenig Einfluss hat auf deine Persönlichkeit, aber hauptsächlich hier im zweiten Lebensbereich wird von Tierkreiszeichen Schütze beherrscht. Die Tierkreiszeichen Schütze ist Feuerelement. Natürlich ist das die Begeisterung und die Bewegung auch. Und die Tierkreiszeichen Schütze hat hohe Ziele, hohe Ideale und schaut auch die Weite, hat in Verbindung, steht in Verbindung auch mit Ausland. Aber was wichtig ist bei Schütze, die Ziele, dieser Pfeil richtet sich in die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße. Und in diesem Zentrum ist energetisch unsere Wünsche beschrieben. Wenn du diesen Wunsch hast, deine Finanzen zu verbessern, dann sei konzentriert und gib es nicht auf. Dann soll die ganze Energie in diese Richtung lenken. Du kannst das auch mit Zahlen beschreiben. Du möchtest monatlich so viel und so viel Umsatz oder möchtest so viel und so viel sparen. Hat das mit Finanzen was zu tun? Aber nicht nur mit Finanzen, sondern auch dein Wertschätzung, dein Selbstwertgefühl. Und sei hier mit dieser Schützenenergie in Verbindung zu deinem höheren Selbst. Der dritte Lebensbereich ist die Schule, bei Jugendlichen, bei Kindern. Die Schule später hat auch mit Wissen, steht mit Wissen in Verbindung, wie Seminare zu halten, eine Schulung, eine Ausbildung, eine Weiterbildung zu besuchen. Aber hier handelt es sich auch um die Kommunikation, Internet, Medien, Nachrichten.
und die Verbindung zu Verwandten, Geschwistern, Nachbarn und vieles entdecken in unserem vertrauten Umgebung. In diesem Lebensbereich herrscht Steinbock. Öffnet auch die Tor zu diesem Lebensbereich und ein Großteil ist hier Steinbock. Diese Steinbock-Energie zeigt, dass in jungen Jahren, wo du in die Schule warst, es war schwierig und du hast das als Einschränkungen empfunden, die Schule. Entweder war das zu streng oder du hast als Einschränkungen empfunden. Im späteren Jahren als Erwachsen, besonders im zweiten Lebenshälfte, ist eine große Unterstützung dieser Steinbock-Energie, weil zeigt Pflichtbewusstsein, Ernsthaftigkeit, Ausdauer und Geduld, hohe Ziele, hohe Ideale. So wie hier auch, aber hier ist die Begeisterung und hier schon die Erde-Element, also die Realität. Dann sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes. Das vergleiche ich mit einem Baum, die Wurzel des Baumes. Hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert und das brauchen wir, weil das gibt uns Halt im Leben. Wir müssen wissen, wo wir hingehören. Und das ist die Ahnen, die Vorfahren, die Herkunft, die Traditionen und unserem Zuhause. Und dieser Rückzug, da die Ruhe finden in unserem Zuhause, gibt uns die Kraft und die Halt. Und aus diesem Basis, aus diesem Fundament baut sich alles auf, weil hier fühlen wir uns verankert. Natürlich hat das einen Bezug zum eurem Zuhause, unserem Zuhause und auch zum Immobilien. Hier in diesem Lebensbereich ist die Tierkreiszeichen Wassermann. Und das bedeutet, du brauchst viel Raum, Luft. Du brauchst Luft zum Atmen. Also das soll nicht beengt. Du magst nicht, wenn deine Wohnung oder dein Haus zu beengt ist, die kleinen Räumlichkeiten, sondern du brauchst Luft, du brauchst Platz und du brauchst auch Licht, das muss hell sein. Wassermann ist eher das Moderne. Steinbock wäre mehr die Konservative, Wassermann ist eher diese moderne Einrichtung. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Deine eigenen Kinder, später Enkelkinder, aber bedeutet auch deine Kindheit. Und das sollen wir immer wieder mal schauen, weil diese Erinnerungen begleiten uns im ganzes Leben lang. Das zieht sich wie roter Faden. Natürlich haben unterschiedliche Kindheit. Es gibt Kinder, die bekommen diese Stärke von klein aus. Die sind behütet, beschützt und sie haben einen ganz anderen Start, wenn jemand übersehen wurde, klein gehalten wurde oder sogar geschlagen wurde oder alleine gelassen wurde, die haben auch einen anderen Start. Und das sind schon Herausforderungen im Leben und ist oft mit Tränen verbunden, aber diese Tränen sollen trocknen. Und wie können wir das erreichen? Die schönen Erinnerungen bewahren, behüten. Dann auch ein gewisses Verständnis zeigen auf unseren eigenen Eltern. Sie waren auch überfordert, zu jung, jeder macht Fehler, also muss nicht das allzu betonen. Und all das, was mit Tränen verbunden sind, vergessen. Weil diese Vergangenheit kehrt nie wieder zurück. Also warum sollten wir da aufhalten? Das bremst uns. Also lieber loslassen, auf die schönen Dinge erinnern, das pflegen, das ist wunderschön, und nach vorne schauen. Also hier haben wir solche Themen, auch das innere Kind stärken, immer wieder stärken.
Man kannst du jeden Tag vor die Spiegel schauen, deine Schulter klopfen und sagen, wow, das hast du richtig toll gemacht, ich bin so stolz auf dich, du bist doch so wundervoll. Das stärkt uns innerlich. Aber hier in diesem Lebensbereich befindet sich auch die Lebensfreude. Und das hat mit Partnerschaft auch zu tun. Mal die Sexualität genießen, gemeinsam was unternehmen und lachen, das mal spielerisch betrachten. Hier liegt auch die schöpferische Kraft, unserem Leben schöpferisch gestalten. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen, diesem Sternbild, besteht aus zwei Fischen. Astronomisch heißt es den südlichen Fisch und den nördlichen Fisch. Alpberg ist der Stern, der die beiden miteinander verbindet. Es ist aber zwei verschiedenen Richtungen. Und die Tierkreiszeichen Fischen ist Wasserelement. Wasser, das sind unsere Gefühle. Wasser symbolisiert unsere Gefühle. Die eine Richtung ist die Zweifel, Unsicherheit, Angst. Und das bremst, das zieht alles nach unten, macht alles unbeweglich, geht nichts voran. Und die Fischengeborenen, gut, du bist nicht in Tierkreiszeichen Fischen geboren, aber hier erlebst in diesem Lebensbereich diese Energie. Hier wirkt die Tierkreiszeichen Fischen. Das heißt, das ist alles dann so unbeweglich und dann steht man so hilflos da. Die andere Richtung, und das ist die richtige Richtung, das sind die Träume. Die Visionen. Und es gibt Menschen, es gibt viele Menschen, die haben eine Vision, die wissen, was sie erreichen möchten im Leben. Andere würden vielleicht sagen, oh ja, träum nicht so viel, das wird sowieso nichts. Nee, die geben das nicht auf. Die haben diesen Traum und sie erreichen diesen Traum. Und ein Traum kann wahr werden. Und das sind außergewöhnliche Erfolge im Leben. Sehr ungewöhnlich. Woran liegt die ganze Geheimnis? Hier ist die Reichtum verborgen, auch die innere Reichtum. Die Tierkreiszeichen Fischen erzählen das alles. Und das ist das Glaube daran. Und das Vertrauen. Sie glauben an ihren Traum, sie glauben an ihren Vision. Und die vertrauen das auch. Und dann lassen sie los, die wissen, das kommt sowieso so. Die haben so ein großartiges Vertrauen des Lebens, des Fluss des Lebens. Und hier liegt eine schöpferische Kraft. Noch etwas. Über die Tierkreiszeichen Fischen herrscht Neptun. Und Neptun ist die Planet für unsere Träume und die Inspiration. Künstler brauchen die Neptun-Energie. Das ist die Quelle. Also wenn du damit bewusst bist, dass hier deine schöpferische Energie liegt, deine Kreativität, dann lass dich inspirieren und lebe deinen Traum. Der nächste Lebensbereich liegt unserem Arbeit, unseren Pflichten und auch die Gesundheit. Hier herrscht Widder. Das kann bedeuten, dass du öfters berufliche Veränderungen hast. Bedeutet auch, dass du diese Kraft hast, dich beruflich durchsetzen. Dich zu beweisen. Aber oft ist es für dich eine große Herausforderung. Hier ist der erste Lebensbereich, zeigt dein Geburtsmoment. Und gegenüber ist ein Spiegel. Und dieser Spiegel spiegelt etwas.
Und das ist die Liebe unserem Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Wenn ein Kind geboren wird, schaut in diesen Spiegel und erblickt den Seelenpartner oder Seelenpartnerin. Später wird das in Unbewusstsein. Aber unsere Seelen sucht das passende Partner, Partnerin. Und dieser Lebensbereich, Liebe, Partnerschaft, öffnet sich mit Stier. Und du möchtest das in Besitz nehmen, weil für dich ist das wertvoll. Und möchtest das auch bewahren, behüten und damit das Leben genießen. Die achte Lebensbereich ist der Bereich der Transformation und Veränderungen. Aber hat mit Finanzen auch was zu tun, weil das spiegelt die zweite Lebensbereich. Aber das ist eine andere Art von Geld, als jetzt monatlich auf dem Konto kommt. Hier im achten Lebensbereich handelt es sich um Investitionen, dann auch die Buchhaltung, die Verbindung zum Finanzamt, Steuerberater und auch Erbschaften ist auch in diesem Bereich. Weil diesem achten Lebensbereich wird von Pluto auch regiert, hat mit Sexualität auch was zu tun. Transformation, Veränderungen, Investitionen, die Geld vermehren, das verbessern, um die Buchhaltung kümmern, das in Ordnung zu bringen, das zu verändern, dann um die erbschaftliche Situation achten und die Sexualität leben. Dieser Lebensbereich öffnet sich den Tor und herrscht hier die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge vermitteln für dich etwas Wichtiges, was die Transformation betrifft. Dazu erzähle ich die Geschichte. Es gab eine Königin Leda und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger von Zeus. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihrem Ehemann auch schwanger und gebar die Zwillinge, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, also war menschlich. Und Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich. Später, wo Kastor am Sterben war, die Menschen haben diese Sterblichkeit, die Göttlichen sind unsterblich. Dann ging Pollux zu seinem Vater Zeus und sagte, ich möchte meinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen bei diesem Sterben und ich bitte um die Sterblichkeit, ich möchte auch sterben, dann bleibe ich mein Zwillingsbruder. Und Zeus berührte das und sagte, nein, 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 ich mache euch beide unsterblich. Und so hat Zeus den beiden Zwillinge unsterblich gemacht und hat im Himmel gesetzt. Und beide Zwillinge, Kastor und Pollux, leuchten in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das zeigt unserer Seele, weil das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, das ist unsterblich, ich könnte sagen, das ist ein Pollux. Und dann haben wir einen Schicksalsweg, diese Karma, was die Seele ausgesucht hat. Und ein Schicksalsweg hat einen Anfang, hat ein Ende, das ist begrenzt und wir Menschen sterben. Das ist das Menschliche, das ist dieser Schicksalsweg. Die Seele ist aber in Verbindung mit unserem Schicksal, mit unserem Mensch da zu sein. Und wenn wir nachdenken, was diese Geschichte erzählt und uns bewusst ist, dass wir eine Seele haben und dass diese Seele ein Teil von der göttlichen Schöpfung ist und ist unsterblich, haben wir ein ganz anderes Bewusstsein. Ich nenne, nicht nur ich nenne es, sondern so nennt man das eben,
das nennen wir höheren Bewusstsein. Und dieses höheren Bewusstsein stärkt unserem Selbst, stärkt unserem Selbstbewusstsein und ist uns bewusst, dass in uns, in unserem Inneren eine Seele ist. Und dann fangen wir an unserem Seele kümmern, weil das auch sehr wichtig ist. Und das erreichen wir, wenn wir Ruhe haben, in eine Art Rückzug oder meditative Haltung. Und wenn wir eine Verbindung zu unserer Seele haben, sind wir sofort in Verbindung zum Gott. Und wir erkennen dann, hier ist eine Quelle. Und das ist unsere Intuition. Und hier ist Kraft. Das ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und dann können wir uns inspirieren lassen. Und dann leben wir unseren Träumen. Der 9. Lebensbereich hat mit Ausland was zu tun. Das ist eine große und weite Reise, aber bedeutet auch die innere Reise, die Suche nach Gott, die Suche nach Sinn des Lebens. Und wenn wir so nachdenken, dann sind wir in einer höheren Stufe mit Bildung und zeigt sich auch eine höhere Bildung, dieser 9. Lebensbereich. Und hier fühlst du dich wie zu Hause. Das ist die Krebsenergie. Aber du kommst an durch deinen Gefühlen. Das ist auch Wasserelement. Die 10. Lebensbereich ist das höchste Punkt, das Krone des Baumes. Das ist das Höchste, was man erreichen kann oder zeigt auch, wie erreichen wir unsere Ziele. Hier bekommen wir dann Anerkennung, Ansehen, das ist auch Öffentlichkeit, werden wir plötzlich wahrgenommen. Und hier liegt auch die Berufung. Und hier ist die Tierkreiszeichen Löwe. Was kann hier Besseres passieren als Löwe? Also das ist schon Glanz und zeigt auch deine Bedürfnisse. Wie wichtig das ist, wahrgenommen zu werden, Respekt bekommen und zeigt eine stolze Haltung. Im 11. Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und auch Freundschaften, auch die sozialen Kontakte. Hier brauchst Ordnung, zeigt die Tierkreiszeichen Jungfrau. Dann sind wir bei karmischen Themen, aber auch die Geheimnisse, die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier sind die Höhe Zusammenhänge des Lebens zu verstehen und hier sind die tiefen Geheimnisse. Das ist wie ein tiefer Ozean. Und hier sind aber auch unsere geheimen Feinde. Hier ist die Waage-Energie. Und jetzt schauen wir, wo befindet sich Sonne, Mond und die Planeten. Sonne befindet sich in den Tierkreiszeichen Jungfrau im 11. Lebensbereich. Also ich setze Sonne hier zum Jungfrau. Das ist dein Selbst, deine Lebensenergie. Das ist für dich wichtig, die Hoffnung nicht aufgeben, deine Wünsche wahrnehmen. Aber diese Jungfrau zeigt auch diese Bescheidenheit und Klugheit. Du möchtest Ordnung im Leben haben. Und du hast hier die Wünsche und Sehnsüchte, aber du lässt es nicht zu, dass du deine Träume lebst. Dazu bist du sehr bodenständig. Und die Lebensenergie ist auch, zeigt, wie wichtig für dich ist, Freundschaften zu pflegen oder soziale Kontakte oder eine Gruppe gründen, da aktiv zu sein. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier im 7. Lebensbereich. Dein Gefühl sagt, Mond symbolisiert die Gefühle, wie wichtig das ist, die Partnerschaft. Und da möchtest du deinen Gefühlen, auch deine Mütterlichkeit leben.
dein Partner bemüttern. Aber Männer haben auch mütterliche Gefühle, die beschützen uns. Also das ist für dich auch wichtig, beschützt zu werden in die Partnerschaft. Mars ist die Energie, was alles in Bewegung setzt, die Kraft. Aber bedeutet auch das Männliche. Wie du das vorstellst, wie soll dieser Mann ausschauen oder welche Eigenschaften soll dieser Mann haben? Und Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, hier im 8. Lebensbereich. Erstens, deine eigene Kraft würdest du verspüren, wenn du das transformierst, deinen Gefühlen. Und das bedeutet Angst loslassen, Zweifel loslassen, mit dieser Zwillingsenergie, dieser höheren Bewusstsein haben, dann kannst du dich besser behaupten im Leben, weil dann zeigst du auch Kraft. Dann ziehst du nicht zurück, sondern wenn du eine Herausforderung stehst, dann kommt diese Kraft von deinem Inneren. Bedeutet auch das Männliche, also mit diesen Zwilling-Eigenschaften, dieser Mann soll jünger ausschauen, beweglich sein und intelligent sein. Du möchtest mit diesem Mann auch unterhalten können. Jupiter zeigt unsere Größe und Jupiter vergrößert auch gerne etwas, bringt uns Glück, Chancen, Möglichkeiten im Leben und vertritt die Gerechtigkeit, das göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Und Jupiter ist hier, wo dein Mars ist, in Zwillinge hier im 8. Lebensbereich. Für dich ist das sehr wichtig, deinen Gefühlen transformieren, dann diese höheren Bewusstsein. Natürlich hier im 8. Lebensbereich ist auch die Sexualität, das zu leben. Und bei Jupiter-Energie, Jupiter zeigt auch, du hast diese Chance, diese Möglichkeit, glücklich zu sein in Partnerschaft. Aber achte auf die Zwillingsenergie auch, das soll spielerisch sein. Genieße das, diese spielerische Leichtigkeit. Jupiter, ich habe die Merkur-Energie. Jupiter ist hier in Zwillingen. Genau. Also Jupiter und Mars sind in Zwillinge hier im 8. Lebensbereich. Und jetzt kommt Merkur. Merkur ist im Tierkreiszeichen Jungfrau, aber wirkt im 10. Lebensbereich. Schon im Jungfrau. Und Jungfrau ist sehr klug. Merkur herrscht auch über die Tierkreiszeichen Jungfrau. Das heißt, du hast eine sehr starke Merkur-Energie und das ist dein Wissen. Auch wie du das alles vermittelst, die Kommunikation und Handlungen. Es ist Jungfrau und die Jungfrau stärkt diese Merkur-Energie. Aber ein bisschen Jungfrau hast auch in den 10. Lebensbereich. Die Großteil ist Löwe, aber ein bisschen Jungfrau ist dabei. Und gerade in diesem Teil befindet sich Merkur. Das heißt, Merkur ist im Grenzbereich zwischen 11. und 10. Lebensbereich, aber wirkt eher in der 10. Lebensbereich und das ist deine Berufung. Bei Merkur hier im höchsten Punkt des Horoskopen kommt die Jungfrau dazu, die Begabung, das Wissen oder Wissen vermitteln, auch in Gruppe,
die sozialen Kontakte, aber auch in die Öffentlichkeit. Die Löwe unterstützt das alles. Oder etwas veröffentlichen, entweder eine Gruppe zu leiten und Wissen vermitteln und das kreative, spielerische Art und Weise und im Vertrauen bleiben, das im Fluss zu bringen und dann kommt die Löwe-Färbung damit in die Öffentlichkeit zu sein oder etwas veröffentlichen, wie zum Beispiel ein Buch zum Veröffentlichen. Venus ist die Planet der Liebe und auch die weiblichen Energie. Venus befindet sich in Tierfeldzeichen Löwe und das im 10. Lebensbereich. Venus hier ganz oben und das bedeutet Venus entweder die Kreativität und Schönheit mit Löwe-Energie in Öffentlichkeit und hier ganz oben eindeutig in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber du als Frau bist wahrgenommen, das ist dein Glanz hier im Löwe und hier ganz oben, du bekommst auch diese Kompliment und Anerkennung oder Respekt. Also unterstützt dich in die Liebe-Partnerschaft, weil bist du als Frau wahrgenommen und hilft bei beruflichen die Selbstständigkeit, etwas Kreatives zu tun und mit Merkur-Energie das alles, dieses Wissen auch vermitteln oder wirklich ein Buch zum Veröffentlichen. Das ist die schöne Sprache und hier im Grenzbereich Jungfrau Löwe, die Glanz der Löwe und die Bescheidenheit und Klugheit, die Jungfrau. Saturn belehrt uns. Saturn ist nicht nur der große Lehrmeister, sondern lenkt unserem Schicksal. Saturn ist in Tierkreiszeichen Löwe, aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Krebs und Löwe. Schon im Löwe, aber wirkt auch in Tierkreiszeichen Krebs auch, also schon im Löwe, aber im Grenzbereich. Und Saturn hat einen Einfluss auf den 9. Lebensbereich. Und das könnte bedeuten, dass dieser große Lehrmeister belehrt dich, dass du sollst ein Studium besuchen oder eine höhere Bildung oder dieses Wissen sollst du vermitteln und hat einen Einfluss auf Reisen, dass dein Schicksalsweg führt dich nach Ausland. Ketu ist ein karmischer Knoten und zeigt die Vergangenheit. Das ist der Drachenschwanz. All das, was du erlebt hast in früheren Leben. Und diese Ketu-Energie ist in Tierkreiszeichen Fischen. In 5. Lebensbereich. Diese schöpferische Kraft, diese Intuition und Inspiration, diese Begabung hast du von früheren Leben bekommen. Das ist dein Talent, deine Fähigkeit, diese Begabung. Deine Seele hat aber einen Schicksalsweg ausgesucht und das ist die Richtung, was dich befreit. Wo du etwas lernst, wo du Aufgabe hast, wo liegt deine Aufgabe, dass dieser Talent, diese schöpferische Kraft umsetzen im Tat und das ist Rahu, der Drachenkopf, was diesen karmischen Weg, was du eroberst, das ist Tierkreiszeichen Jungfrau. Und da liegt auch deine Sonne, dein Selbst. Das ist die Selbstverwirklichung. All das, was du besitzt als Talent, umsetzen im Tat. Jungfrau ist Erdeelement
Und hier sind die Taten und das in Ordnung bringen. Und das ist für dich gleichzeitig auch eine Heilung, weil Jungfrau heilt auch. Auch Themen von Kindheit wird dadurch aufgearbeitet und geheilt. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist astromedizinisch zu unserem Nervensystem zugeordnet. Aus diesem Grund sage ich das, weil Uranus befindet sich bei dir im Waage. Im 12. Lebensbereich. Und das bedeutet, dass dieser 12. Lebensbereich liegt genau gegenüber vom 6. Lebensbereich. Hier sind die Erkrankungen. Und hier ist die Ursache, die Erkrankungen. Hier ist die psychische Ursache. Und mit Waage brauchst du die inneren Gleichgewicht. Und Uranus hier in diesem Bereich hat astromedizinisch einen Einfluss auf dein Nervensystem. Achte darauf, dass du immer in diesem inneren Gleichgewicht bleibst. Und das findest du dann, wenn du die Ruhe bewahrst. In Ruhe liegt die Kraft. Und das stärkt dein Nervensystem. Und da hast du die Transformation mit dieser Mars-Energie im 8. Lebensbereich, die Bereich die Transformation, wo du diese innere Stärke, inneren Kraft entdeckst. Und wo liegt die Kraft? In Ruhe liegt die Kraft. Neptun zeigt die Träume, die Visionen. Und das ist im Skorpion. Und hat einen Einfluss auf deinen ersten Lebensbereich. Ich würde sagen, du bist verträumt. Und so bist du auch wahrgenommen. Und da sind die Erinnerungen in alte Karma, weil die alten karmischen Erfahrungen liegen in Tierkreiszeichen Fischen und dieser Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen und hat einen Bezug zu unseren Träumen. Aber Neptun ist nicht nur die Träume, sondern auch die Inspiration, die Fantasie. Und wenn andere dich beobachten und sehen, du bist so mystisch, wie so schleierhaft und verträumt, dann kommt deine Jungfrau-Sonne und dein Merkur im Jungfrau. Merkur hat auch einen Bezug zu unserer Kindheit und Jugend und wahrscheinlich war das dir im Elternhaus auch so vermittelt. Und Sonne und Merkur sagt, jetzt sei mal bodenständig. Jetzt schau mal die Realität an, träum nicht so viel. Aber diese Träume liegt deine Werte und deine Schätze, die Erinnerungen. Und das darfst du erlauben. Und hier hast du sogar eine karmische Lernaufgabe, auf diese Träume zu vertrauen. Und verwirklichen im Leben, das ist deine Inspiration. Natürlich mit Neptun im Skorpion kann auch die Spiritualität bedeuten. Das ist gar nicht so weit voneinander entfernt. Das ist auch wie eine Kunst. Pluto gibt dir die inneren Kraft und Pluto ist auch im Jungfrau. Im 11. Lebensbereich. Das kann auch bedeuten, dass die Freundeskreis dich unterstützt und gibt dir diese Kraft. Aber bedeutet auch, dass durch diese Jungfrau-Energie sollst du Spreu von Weizen trennen und da in deiner eigenen Kraft bleiben und nicht zulassen, dass Freundeskreis oder Bekannten deine Kraft rauben. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser,
und haben auch einen Einfluss auf unserem Leben, auf unserem Schicksal. Dein Aszendent hier in Skorpion wird von Akrab bestrahlt. Dieser Stern Akrab befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, etwas oberhalb von die Auge, und die indischen Astrologen sagen, das ist die dritte Auge und zeigt die hellsichtige Fähigkeiten. Und dieser Mondhaus, wo deine Geburt steht eigentlich, dieser Mondhaus heißt Anuradha und tatsächlich zeigt hellsichtige spirituelle Fähigkeiten und wird gesagt von Schicksal gesegnet. Die beschreiben auf Elefanten reiten, also Glück haben. Du bist mit diesen guten Sternen geboren, du bist von Karma, von Schicksal gesegnet. Du hast einen glücklichen Schicksalsweg vor dir. Also lass dich inspirieren und lass deine Träume leben und das Verwirklichen daran glauben auch. Sonne befindet sich im Jungfrau und dieses Mondhaus heißt Hashta. Das kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Hand oder Handlungen. Also du sollst lernen, handeln in dein Leben. Und dieses Mondhaus wird von Vindemiatrix bestrahlt. Dieser Stern Vindemiatrix ist die Weinleserin. Das wurde bei Griechen, bei Römern verehrt, hat einen engen Bezug zum Weingott Dionysos. Und diese Weinleserin vermittelt Genuss, das Leben genießen. Und nicht nur das, sondern Geduld auch, bis das Früchte trägt, bis diese Trauben reif ist und diese Weinleserin ernten kann. Da vergeht Zeit, also braucht man, alles hat seine Zeit, eine gewisse Geduld auch. Aber Vindemiatrix zeigt das Leben genießen. Das ist wie ein Fest, Tanz, Musik, Spaß im Leben, das auch zulassen und nicht allzu streng sein. Mond befindet sich im Stier, hier im Partnerschaftsbereich, und dieses Mondhaus heißt Mruga und wird von Orion bestrahlt. Das ist ein ganz großes Sternbild im Himmel, dieser Orion, das ist die himmlischen Jäger und ist auf dem Jagd. Und das ist für dich wichtig auch, die liebe Partnerschaft. Ich möchte das nicht falsch ausdrücken, du sollst nach den Männern jagen, aber lass das zu, dass sie dich finden. Und nicht nur das ist wichtig, auf diese Begegnungen dich einzulassen, sondern es ist wichtig auch, dass Orion zeigt eine Richtung. Und das ist die Nordpol, die Orientierung. Also das hier wird für dich betont, wie wichtig das für dich ist, die liebe Partnerschaft. Natürlich auch deine Berufung, aber auch die Partnerschaft. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge und dieses Mondhaus heißt Punarvasu und wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist eine, sogar wenn das nicht so, sogar ich glaube, die hell leuchtende Stern überhaupt im Sternenhimmel, und das ist Glanz. Das ist Glanz und das beschreibt die männliche Energie, und du brauchst einen Mann, der du bewundern kannst. Andersrum soll dieser Mann auch dir was geben können, dass du zu diesem Glanz kommst. Das ist Erfolg. Merkur befindet sich im Jungfrau
Und dieser Mondhaus heißt Pushya und das bedeutet starke Intuition, ein guter Ruf und ein gutes Gefühl, entscheiden zwischen Gut und Böse und verspüren den richtigen Zeitpunkt im Leben, wenn es um Handlungen geht. Und bei Merkur-Energie geht es um Handlungen. Also hör auf dein Gefühl, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist besser abwarten auf den richtigen Moment und mach das intuitiv. Und du kannst unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und hier bei Merkur-Energie handelt sich auch um Sprache. Du kannst das unterscheiden, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Wenn du eine Nachricht bekommst, dann kannst du, wenn du das intuitiv machst, wenn du auf dein Gefühl hörst, dein Gefühl sagt das klar und deutlich, oh, pass auf, das entspricht nicht die Wahrheit, dann kannst du unterscheiden, wann ist das eine Lüge, wann ist das die Wahrheit. Jupiter ist in den Zwillingen, befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Artra und heißt lebendige Frische. Jupiter gibt dir die Chancen, die Möglichkeiten, zeigt deine inneren Werte, deine inneren Größe auch und das zeigt diese lebendige Frische. Mach das alles so lebendig, spielerisch und dann spürst deine inneren Kraft, deine inneren Größe, deine inneren Stärke. Venus ist im Löwe, in diesem Mondhaus heißt Purva Palguna und heißt, was war früher, was war in Vergangenheit, was ist jetzt gerade im Gegenwart und wie bringst du das zu Ende? Die Vollendung ist hier wichtig bei dieser Venus-Energie. Das ist natürlich, hat einen Einfluss auf deine Berufung, das zu vollenden. Und kommen auch diese karmischen Erinnerungen, aber Venus natürlich hat einen Einfluss auf die Liebe, Partnerschaft, das auch vollenden, das nicht aufgeben, du kommst ins Ziel an, glücklich zu sein. Saturn ist auch im Löwe und wird von Makra, also dieser Mondhaus heißt Makra und wird von Regulus beherrscht. Regulus ist einer von den königlichen Sternen. Und Regulus ist auch die Stern der Könige und Herrscherhäuser. Und Saturn zeigt, hier hast du die Lernaufgabe, das zu verstehen. Du bist die Königin in dein Leben, in allen Lebensbereichen. Und steh zu diesem Werte, strahlt es aus. Bring das in Öffentlichkeit, in die Mitte, damit du wahrgenommen bist. Nicht nur das, sondern Regulus ist das Herz der Löwen. Also wichtig ist, auf dein Herz zu hören. Das Herz ist wie eine Schatztruhe. Wenn wir das öffnen, entdecken wir all das, was wir lieben. Die Berufung, die Hobby, die Kunst, die Kreativität, die Natur, die Tiere, die Kinder, die Eltern. Freundschaften, Liebe, Partnerschaft, Sport, Bewegung. Jeder Mensch liebt etwas anderes. Und das, was wir lieben, das ist in unserem Herzen. Also öffne dein Herz und dann weißt du, wo deine Berufung liegt. Und bei Krebsenergie, dann weißt du, wo dein Zuhause ist, wo du angekommen bist. Aber diese Zuhause, diese Krebsenergie bedeutet auch unseren inneren Tempel, wo unsere Seele wohnt. Ketu, das ist die Vergangenheit hier in Fischen, befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Revati und das heißt zum Ende bringen, das Ende des Flusses. Angekommen zu sein, das Beenden, Vollenden, hier diese Talente zum Ende bringen. Rahu ist die Richtung, was deine Seele ausgesucht hat als Schicksalsweg, hier im Jungfrau. Diese Rahu befindet sich auch im Mondhaus Hashta, was von Windermeatrix
bestrahlt wird, die Hand und Handlungen, die Lebensfreude zulassen, das ist ein karmischer Weg. Uranus ist im Waage hier und dieser Mondhaus heißt Svati. Svati bedeutet Selbst und Ati bedeutet Seele. Es ist wichtig um dein Selbst und wichtig, dass du um deine Seele kümmerst. Und dieser Mondhaus wird bestrahlt von Kreuz des Südens und das ist sichtbar im Südhalbkugel und in diesem Stammbild befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Das soll dein Orientierung sein, dein Selbst und deine Seele. Die Kreuz des Südens bedeutet auch spirituellen Themen oder religiösen Themen. Neptun befindet sich hier in Skorpion und dieser Mondhaus heißt Yeshta und wird von Antares bestrahlt. Antares ist auch eine von den königlichen Sternen. Das hat eine Mars-Energie, sich zu behaupten im Leben, diese Kraft, auch diese inneren Kraft zu zeigen. Und Yeshta heißt, Stolz zu haben und Respekt verlangen von anderen. Pluto befindet sich im Jungfrau, das gibt dir die innere Kraft, ist auch im selben Mondhaus wie dein Sonne und wo dein Rahu auch liegt, Hasta. Hasta bedeutet Hand, Handlungen und wird von Vindamiatrix bestrahlt. Das heißt, diese Lebensfreude gibt dir die innere Kraft. Bei Pluto-Energie handelt es sich auch um die Sexualität. Auch hier im achten Lebensbereich auch. Jetzt die Verbindungen. Bei diesen Sonne-Mond-Planeten, sie sind miteinander vernetzt, die vermitteln etwas. Merkur bestrahlt dein Aszendent wunderbar und das schenkt dir Intelligenz, aber auch eine jugendliche Aussehen, jugendliche Ausstrahlung. Sonne und Uranus steht in einer sehr schönen Verbindung. Das heißt, wenn da Veränderungen kommen im Leben, was Uranus auslöst, dann hast du mit diesem Sonnenenergie die Kraft, die Lebensenergie, aber auch die Klarheit. Dann siehst du, in welche Richtung soll das gehen. Neptun steht auch eine sehr schöne Verbindung zum Pluto. Neptun hier mit Pluto steht in Verbindung, die sind miteinander vernetzt. Das heißt, nimm das wahr, diese Neptun-Energie, deine Träume. Weil deine Träume stärken dich. Du brauchst diese Kraft, sagt Pluto hier. Mond steht in einer sehr schönen Verbindung zum Mars. Also lass emotional dich ein zu einer männlichen Person. Da hast du Glück in Partnerschaft. Venus steht auch in einer schönen Verbindung zum Pluto. Und das bedeutet deine weibliche Energie. Und Pluto natürlich auch die Sexualität, auch zulassen, das zum Leben, das zum Genießen, ist es sehr wichtig. Aber Venus steht in einer Spannung zum Neptun. Neptun kann manchmal so Enttäuschungen hervorrufen, gerade wenn Venus, Neptun in diesem Spannung, Verbindung steht, die Angst. Hier entsteht die Angst, enttäuscht zu werden. Du möchtest das Leben genießen. Liebe, Partnerschaft ist wichtig. Du möchtest auch die Sexualität genießen, das auch Leben, diese Liebe. Aber diese Verbindung, Venus-Neptun-Verbindung, die Angst, enttäuscht zu werden. Liebe Reania, das war diese Geburtshoroskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.